Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock Remastered Version mit mir, dem Robin. Es ist jetzt ein bisschen was passiert, also bei der letzten Aufnahme, denn, wie wir noch wissen, ist das Spiel abgestürzt damals. Tragisch, ja, ich weiß. Für euch nicht so sehr, für mich schon. Ich musste nämlich die komplette Passage, wo wir hier rein. Hilfe. Ich musste nämlich die komplette. Ja, ja, Ruhe. Die komplette Passage von hier drüben. Ja, sofort. Oh, hi. Von hier, die komplette Passage, musste ich komplett neu spielen. Auch jetzt. Kollege, halt doch mal endlich die Backen. So. Die Respektschelle. Du hast sie dir verdient. Ah, da steht noch einer. Hallo. Dann halt nicht. So. Respektschelle. Wurde ausgeführt. Ich habe zu wenig von dem. Da habe ich noch genügend. Nur noch einen davon und gerade nochmal das. So. Dann sammeln wir gerade die nochmal alle ein, weil die hat noch alle ein bisschen Cash. Und ja, dann muss ich nochmal alles neu spielen. Ich habe ein bisschen was anderes gemacht als in der letzten, im eigentlichen Durchlauf. Und zwar habe ich zum Beispiel alle Little Sisters gerettet und nicht getötet. Weil ich mir denke, wir sind, also das ist jetzt, ja, wie soll ich sagen? Das ist jetzt, ich finde, wir brauchen nicht so viel Adam, deswegen müssen wir nicht auf Ausbeuten gehen. Und ich habe das Gefühl, wenn man alle rettet, kommt man am Endeffekt eher zu mehr Adam, als wenn man sie ausbeuten würde. So. Was habe ich hier drin? Habe ich noch was drin? Nichts, okay. Ja, damals haben wir hässliche Bilder gehabt. Jetzt haben wir schönere Bilder. Da habe ich wirklich mal den Fotografen aus mir rausgelassen. Und ich habe auch darauf hin aus. Also. Dem Stand, wo wir abgestürzt sind, hatten wir drei Bilder hängen. Das heißt, glaube ich, gleich müssen wir nochmal so ein richtig fettes Battle liefern, wo dann hier alle wieder angerannt kommen. Und dann haben wir noch das letzte Bild. Also, das machen wir gleich fertig. Ansonsten, den Teddybär, den wir natürlich in dem letzten Durchlauf bekommen haben, habe ich mir auch schon geholt. Oder wo waren das jetzt? Das war, glaube ich, unten. Kann das sein? Nee, das war oben. Das weiß ich noch, glaube ich. Hier so? Nee. Jedenfalls habe ich den auch auseinandergenommen. Habe daraus wieder 200 Adam bekommen. Und schieß mich tot. Ich habe jetzt noch 110. Ich habe mir auch einen neuen Plasmid geholt. Das können wir auch einfach mal machen. Und zwar habe ich das da mal geholt. Stellen Sie arglosen Gegnern eine Falle. Locken Sie sie in einen tödlichen Hinterhalt. Genau, das wollen wir. Ja, Mann, Alter. Jetzt komme ich mir vor wie Naruto. Uah, guck mal. Voll die Fingerzeichen. Na gut, auf jeden Fall habe ich mal das ausprobiert. Wollte mal gucken, wie das ist. Bleibt das jetzt einfach an dieser Position? Die ganze Zeit? Okay, wir machen einfach mal das nächste. Ich löse es nicht aus. Genau. So, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt halt, ob ich da letztes Mal einfach nur Glück hatte, dass es nicht angesprungen ist in der letzten Folge. Jedenfalls will ich da kein Risiko eingehen. So. Flieg, flieg, ja, ja, du mir auch. Da, hi. So. Ich will mal, dass jemand in der Falle läuft. Ich will mal gucken, was sie macht. So, und so. Also, es ist schon eigentlich ganz geil. Wow, Alter. Dieser Move.
Tod sollte natürlich nicht reinfallen, sondern Bounce. Oh, wo ist denn der? Ah, da. Hallo, hallo, hallo. Jetzt wird's ja aber ein bisschen unkontrolliert. Ich frage mich, ob das beim Big Daddy auch funktioniert. Das wäre natürlich echt super eigentlich so, weißt du? Big Daddy springt auf dich zu, fliegt erstmal in die Luft. Also, in die Luft im Sinne von wirklich in die Luft und nicht irgendwie Explosion. Erstmal die Respektschelle. So. So, war das jetzt? Okay. Entschuldige bitte diesen Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerz. Wieder schnell die Musik wieder normal machen. Der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Geil. Das ist doch schön. Nur noch die Schrot ist drin, das heißt, wir ballern mal ein bisschen. Geil. Ja, und dann das letzte. Darf ich ihn töten? Allein für den Auftritt. Zeig es mir. Mein Gott. Mein Gott. Bist du hässlich? Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Es ist. Jetzt schön reinrotzen. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Und jetzt geh. Interesting. Ich pack das mal dafür rein. Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Kein Battle? Kein Battle? Ich dachte, ich muss ihn jetzt auch noch irgendwie platt machen, weil er dann wieder komplett austickt oder so. Ich habe noch eine Sache vor. Die haben wahrscheinlich jetzt ein paar vielleicht wieder vergessen, aber das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen, weil das vermute ich mal, sollte ja nur am Ende dann gemacht werden. So, Klappe. Hier reden jetzt gerade die großen Jungs. Ach so. Zack. So. Ist hier noch was? Nö. Yeah. Keine Fallen, kein gar nichts. Ich hätte ein Star am Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Und jetzt verrotte ich und warte auf ein Publikum, das niemals kommen wird. Ich schreibe etwas für dich, Andrew Ryan. Es ist ein Requiem. Okay. Dann haben wir das eingesammelt, haben wir elektrische Haut bekommen und so ein komischer Mondschirm oder was ich da gelesen habe. Auf jeden Fall. Nee, ich mach grad Musik. Okay. Ist mir auch beim letzten Durchgang nochmal aufgefallen, dass man das machen kann. Und wenn der jetzt eine Zister rausholt, dann flippe ich ja aus, ne?
Danke. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Ich will mal jetzt was austesten. Ob man den irgendwie hier komplett ausnocken kann, wenn man hier... So, der ist da oben. Ne, hier. Hehe. Möge die Jagd beginnen. Möge die Jagd. Nein, ich will ihn noch. Ich will ihn quasi knifen zum Abschluss. Drill zu Cones Kästchen. Cones Kästchen. Zu Cones Kästchen, what the fuck? Oh, tschüss. Ja, das wollte ich jetzt nicht, aber tut mir leid. Schön out of existence geboxt, wie es sich gehört. So, da war nix. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir los. Oh. Ach so. Das ist Cones Kästchen. Ah. Dollar, zwei Dingens und Brandbolzen. Geil. Die Brandbolzen kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber wir können sie ja mal austesten. So. Aus Forschungszwecken. Cool. Ah, ich kann den Brandbolzen mehr mitnehmen. Ist das ein... Ah, ne, der ist wieder kaputt. Ach so. Ah, das ist diese, Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht. Ah, ich verstehe. Na gut. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Werde ich Glück haben bei der nächsten Mission. Alles klar, dankeschön. Gibt's noch irgendwas? Nee, glaub nicht. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur die Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. So kam ich nach Amerika, wo jeder selbst die Früchte seiner eigenen Arbeit erntete, wo man von der Schärfe seines Geistes profitierte, von der eigenen Muskelkraft. Von der Macht des eigenen Willens. So, kann mir der ganze Spaß hier verschwinden? Ah, okay, ist schon da, gut. Dann. Auf nach. Ach so, ich dachte schon gefühlt, wir wären schon fast am Ende, aber anscheinend kommen hier noch ein paar. Ja, dann würde ich sagen, auf nach. Was war das für ein Name? Was? Heftuse oder was? Ne, keine Ahnung. Und da sollte jetzt Andrew Ryan wohnen oder wie habe ich... Ich habe jetzt ein bisschen vercheckt jetzt mittlerweile. Ob das jetzt irgendwie sein Zuhause ist oder wo er einfach arbeitet oder so. Und los. Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger.
Hä? Von was? Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Ich muss schon so ein bisschen sagen, also, ne, Atlas, schön und gut. Na, super. Tone ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Okay. Ja, ich ihn nicht. Hallo? Achso, das ist wie Waschbecken. Einfach Wasser laufen lassen und ist gut. Machen wir sicherheitshalber das hier schon mal. Falls wir was brauchen, wie zum Beispiel Kugeln oder ein wenig Schrot. Pfeile generell wäre eine gute Idee, ja, ja, ja. Oh ja, genau. Wieder 3 Sisters abzuholen. Ich glaube, der kann mit Strom arbeiten, okay? Okay, okay. Du, ihr bitte nicht weh! Nicht sterben! Wir machen das mal ganz simpel, okay? Kuckuck! Dazu braucht es schon. Such dir ein Trap! Okay. Komisch, also die hat jetzt irgendwie Blitze drauf. Also die haben wahrscheinlich auch so ein, ich sag jetzt mal, Blitzplasmid am Stiersel. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir wandern gerade so ein bisschen in den Erdkern. Jetzt ahnst du's, habe ich recht? Andrew Ryan. Was? Das war die schlechteste Memo, die mir jemand gesagt hat, ey. Was ahne ich denn? Oh. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Oh oh. Okay, Fehler wurden begangen. So. War doch nix. Hier hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Au. Okay, der Kram bringt mir nix. Oh. Genau. Ich bin auf der Seite. So. So. Passt. Jawohl. Das auch noch. Oh. Ryan hat Fontaine Futuristics für Startlicht. Der Laden gehört jetzt ihm. Vom Keller bis zum Dach. Es sei zum Wohle der Stadt, sagt er. Er wird den Laden irgendwann auflösen, sagt er. Ich bin aus dem Rat ausgetreten und habe ein Protestschreiben hinterlassen, aber das bringt sowieso nichts. Es wird Krieg geben, sage ich. Es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf. Und zwar schnell. Okay.
bin eventuell dabei. Sneaky, sneaky. Okay, die Kamera ist nicht über mir. Hier ist auch nichts Interessantes für mich. Danke, nette Lady. Kann ich noch mehr haben? EV-Spritze, also EVE, um genau zu sagen. Oh, kurz, zack. Also sie wird es auf jeden Fall nachher richtig schön fett battlen. Weil die liegen überall so Sprengdinger herum. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Oh oh. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Okay, das hat jetzt Maximal-Dingens. Das heißt, wir müssen jetzt hier entlang, oder was? Oh. Hehehe. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Und hi. Erstmal das. So. Zack, das wird mir auch irgendwann nachher noch hilfreich sein. Da kann ich nichts mitmachen. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie liebten. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicor Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicor Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Okay, dann noch das da. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Okay. Dann ist auch das da und danach... Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit fragt... Wo ist mein Anteil? Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. Okay. Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, beende ich diese Folge hier und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut und haut rein!